Wie bekomme ich mein Rad auf die Rolle? Zuerst schalte vorne und hinten auf das kleinste Ritzel, dann löse die Steckachse mit einem Inbus. Hier zeigt euch Silvio, was ein Inbus ist. Steckachse rausziehen. Das Schaltwerk könnt ihr nun leicht nach hinten bewegen, damit sich das Hinterrad besser lösen lässt. Dann mit der Kette wieder das letzte Ritzel anvisieren und das Rad auf den Rollentrainer spannen. Nicht vergessen, Steckachse wieder reinziehen und festdrehen. Denkt bei einer Scheibenbremse an die Transportsicherung, damit die Bremskolben nicht ausfahren. Und das war's auch schon. Viel Spaß beim Training.